Raptor has analyzed a PMC data transmission. It's marked the location. Wo? Wo ist er? Doch hier wieder, siehst du? Sag ich doch. Wo sind die Schweine? So gut, dass hier so gut wie gar keiner ist, ne? So, wenn sie sagen, hast verloren. Da ist ein Soldat. Nacht. Ist noch ein Soldat. Kurz Schulter wechseln. So, komm hier mal. Gib mir deine Waffe. Und immer noch 236 Schuss, so muss das sein. Da! Schau mal an. Du siehst mich nicht. Nein, nein. Psst. Ich bin gar nicht da. Ist egal, der pennt, der pennt. Sei froh. This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Sei froh, dass ich den Weg freigemacht habe, ne? Und wundere dich nicht. Steh auf. Wieso? Wer sagt, steh auf? Das finde ich nicht gut. Ich muss den Blick haben. Ich muss den Blick haben, habe ich gesagt. Könnte ich natürlich auch pennen legen. Ach, der hat auch eine Waffe, glaube ich, ne? Fällt mir gerade ein. Die habe ich, glaube ich, nämlich auch noch nicht. Also irgendein Typi lebt hier noch. Der weckt alle anderen. Das ist äußerst unpraktisch. Der ist aber nicht so unverdächtig, ne? Also, in Anführungsstrichen unverdächtig. Der läuft nicht pfeifend durch die Gegend. Warum lehnt er sich nicht mit dem Rücken an? Ich rall das nicht. Nein, Mucke ist gut. Mucke ist gut. Richtig atmosphärisch. So. Ach stimmt, ich glaube, im zweiten Akt, da waren wir, glaube ich, gegen die Leute vom Praying Mantis unterwegs, ne? Kann das sein? Heiliger Bimbo! Kommst du raus, oder wie machst du das? Widerstand. Ich habe Angst, ich will den eigentlich nicht, Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Lager, ne? Oh, was nice ist, die respawnen die Sachen. Das heißt, wenn ich immer mal wirklich zu wenig Rationen haben sollte... Ja... Verfolgt ihn einfach mal. Wir kommen bestimmt durch die Sperre durch. Und mein Zoll-Ei hat mir ja schon gesagt, dass es jetzt kein normaler ist. Die unterhalten sich noch ein bisschen. Der Sack. Wieso ich denn da jetzt durchkomme, sag mal? So geht's natürlich auch, ne? Dankeschön. Und Dankeschön. 1050 Dollar. Alter. Okay. Ihr seid ja echt lustig, ey. Wir werden jetzt einfach nur patrouillieren. Ganz langsam. Ich würde ja gerne einfach mir mal die Uniform Vendemia schnappen und einfach mitlaufen. Also, es gibt ja eine Waffe hier. Dankeschön. Ja, vielleicht trennen die sich ja auch wieder. Mit einer geht es nach links. Sehr gut.
Ich möchte ihn jetzt aber eigentlich ungern verhören. Wenn das überhaupt geht. Ich habe ein bisschen Angst vor dem da hinten. Da steht er jetzt irgendwie einfach nur blöd rum. Entschuldigung. Ich lieber auf Nummer sicher gehen. Oh, der. Oh, habt ihr gesehen? Snake hat Rücken. Weil ich zu lange in der Hocke bin wahrscheinlich. Ach geil. Okay, hier ist jetzt noch einer. Also, ist das jetzt der feindlich Gesinnte oder? Ja. Okay. Bring! Waffe hole ich mir jetzt nicht. Ration brauche ich jetzt auch nicht fressen. Psst. Okay. Grenade. Guck mal, bin ich auch überall schon lang gelaufen, ne? Looks like they're conducting vehicle patrols. Watch out for them, Snake. Was? Das ist mir jetzt gerade erstmal egal, tatsächlich. Ah, wobei, wenn ich jetzt hier kaputt gehe, ne, dann muss ich mir den ganzen Kram hier nochmal antun. Also sollte ich zumindest versuchen, nicht zu sterben. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Aber jetzt auch wieder ein bisschen flotter unterwegs. Deswegen, Otacon, ne, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ich nenne immer noch Otacon, ist mir egal. Auch wenn er Herr genannt werden möchte. Übrigens wie die KI von 2001. Hieß doch Herr, ne? Oder der Bryan Cranston in Mac mittendrin. Oh, ich habe jetzt keinen Bock auf unerwarteten Kram. Wie beispielsweise, dass jetzt wirklich ein Patrouillenfahrzeug langfährt. Deswegen Snake Eye immer schön anlassen. Radar begutachten. Und schon mal gucken, wo ich mich verstecken könnte. Eventuell. Nein! Ah, Gott! Das war so klar. Oh, Granate! Okay. Eins gegen eins noch. Scheiße! Nein, es hat mich wirklich erwischt. Ah, ich halte es aus. Nein, bin ich nicht. Aber ich hab's doch gesagt. Ah, drauf achten, dass ich kein Fahrzeug mich da irgendwie. Ah, dann war es aber auf einmal da, weil ich einen Moment nicht aufgepasst habe. Super. Was ein Scheiß. Ja, machen wir es nochmal von vorne, würde ich sagen, ne? Da ist ein bisschen nicht hier. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Okay, suchen wir uns mal einen neuen, ne? Würde ich sagen. Was ein Scheiß, echt, ey. Ich höre es pfeifen. Ach Gott, ey. Was eine Kacke, wirklich. Gleich spiel normal. Snake, the location of a resistance member has been forwarded to your map. Okay, wo sind wir diesmal? Na ja, super, hier. Danke. Da ist mein Solid Eye. Dim, dim, dim. Immer stimmt mit dem Soldat nicht. Hörst du das Pfeifen? Ah, was ein Kack. Hallo, McRory. Oh Gott. Niemand, niemand, alles cool. Alles cool. Just my imagination. Ups. Ich komme nicht weiter. Nein! Das ist doch nicht zu fassen, Alter. Ich bin wieder zu früh dran. So, leck mich am Arsch. Wo ist der dritte? Oh, wirst mir niemals entkommen. Alter, ein Mann, ne? Dass wir direkt die Verstärkung brauchen, was weiß ich was, ne?
Das ist unglaublich. Was da hinten ist, der Widerstandskämpfer garantiert. So, okay, jetzt haben wir einmal ausweichen. Da müsste danach noch Vorsicht kommen. Komm, so stressig ist es jetzt nicht, Snake, ne? Ja, der da vorne wird sein. Ah, oh, mich nervt das so, dass ich so dumm bin. Hearts. Dass ich schon wieder gestorben bin. Wir sind seit einer halben Stunde dran, diese Kackverfolgungsjagd zu machen. Oh, oh. Und würde ich mich mal ein bisschen mehr. Mit ein bisschen mehr Vorsicht an die Sache herangehen, würde ich das auch schaffen. Aber so. Pff. Ja, das ist der Widerstandskämpfer, habe ich doch gesagt. Ich habe doch gesagt. Also sieht aus wie ein Obdachloser. Hast du Angst vor dem Penner? Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. This is HQ. Wenn er sich so schnell bewegt, gerne, ne? Also, das ist kein Problem. So. So, sobald er wieder cool ist, bewegt er sich hoffentlich auch wieder. Nein! Nicht schon wieder. Stehst nicht jetzt wieder hier, ne? Und siehst mich. Alter, was? Das war schon knapp, okay. Bleib erstmal hier stehen. Ein bisschen Abstand ist ja nicht verkehrt, ne? Wir haben auch Straßenpatrouillen, Snake. Vorsicht! Dann soll so eine Straßenpatrouille gerne vorbeikommen, wenn hier auch Autos stehen, weil da kann ich mich dahinter nämlich schön verstecken. Weil sie mich letztes Mal gesehen haben, war das echt kacke. Muss ich einfach mal so sagen. Das war nicht cool. Komm, mach fertig. Oh, der ist so langsam. Ja, ich habe die Wachen betäubt. Hast du schön gesehen. Brauchst du jetzt nicht erschrecken. Geh einfach weiter. Okay. Ja, ein bisschen flotter. Genau, das ist vollkommen in Ordnung. Und du wächst die nicht auf. Da haben wir uns verstanden. Du erschreckst dich jetzt auch nicht wegen jedem, der jetzt hier pennt, ne? Wir sind so, noch einer, noch einer. So, ganz ruhig. Gleiches Spiel nochmal. Ja, achso, hier war, glaube ich, genau der Bereich, wo der dann auch mit den anderen zusammen dahin gehen würde. Also weitergehen würde, wo die sich dann nach und nach dann immer trennen, die Wege. Wo jetzt quasi einer nach rechts gehen würde, zum Beispiel. Aber ich will auch nicht zu nah dran sein. Und auch nicht zu weit entfernt. Und dann kommt gleich wieder der Scheiß mit den Straßenpatrouillen. Vorsichtig. Rationen habe ich wahrscheinlich mehr als genug. Aber die Bewegung, die ich auf dem Radar sehe, das sind nur die Krähen. Das ist nicht so schlimm. Ich mag das, wie Snake, wie Snakes Haltung ist. Also das hat mir im dritten Teil schon sehr gut gefallen mit dem CQC. Mit dem Messer so ein bisschen im Anschlag, ne? Pistole auch immer bereit. Das ist doch eigentlich tatsächlich irgendeiner militärischen, irgendeinem militärischen Stil auch nachempfunden. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Fremdenlegion oder irgendwie sowas war, oder irgendwas auf jeden Fall. Irgendwelche Spezialisten. Oder aus dem arabischen Raum, das weiß ich jetzt nicht genau. Da ist nämlich zum Beispiel ein Auto, was da gerade vorbeifährt, das sieht man immer mal da. Was? Wer wird angegriffen? Niemand wird angegriffen. Die pennen. Die sind nicht tot. Ja, genau. Wechsle auf. Ist in Ordnung. Das ist da hinten auch wieder ein Fahrzeug. Das kann sogar durchaus sein.
hoffen, dass ich so nicht entdeckt werde. Ich muss den richtigen Moment abpassen, dass ich dann auch genau immer von Torbogen zu Torbogen gehe. Dann hoffe ich nicht, dass sie von hinten kommen, sondern auf mich zufahren. Wenn hier wirklich ein Patrouillenfahrzeug natürlich kommt. Oh, es geht draußen ein bisschen auch der Shit ab. Also hier bei mir zumindest zu Hause. Ich habe ein bisschen Angst, weil es sieht so aus, als würden da gleich welche aus der Straße rauskommen. Ich bin doch hoffentlich weit genug weg, dass sie mich nicht erkennen. Also unter so einer Laterne ist natürlich super Tarnung, ne? Würde ich sagen. Ich traue mich jetzt aber auch nicht, sie auszuschießen, weil es ist laut. Sind wir da? Do not enter, okay. Hier sind keine Fahrzeuge erlaubt. Den Patrouillen wahrscheinlich ziemlich egal sein. Hilfe.